Gummy like a Hellcat. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und ja, ich bin zurück in Deutschland und das heißt, es geht jetzt auch wieder Schlag auf Schlag ganz normal weiter mit den Livestreams. Nicht morgen, weil morgen ist Halloween und so ein Zeug und da weiß ich noch nicht ganz, da werde ich wahrscheinlich, ja, da werde ich halt nicht streamen. Sondern ich streame am Dienstag. Dienstag, 16.30 Uhr, seid gerne mit dabei. Absolute Eskalation, viel angespart, viel Zeug da, viel zum Öffnen, viele Spieler, die Stars, Leute. Es wird geil, Leute, es wird sehr, sehr geil. Ich freue mich auf jeden Fall. Wir werden da ordentlich was machen können. Das wird ganz gut, denke ich mal, insgesamt. Weil, ja, der ein oder andere Spieler wird da auf jeden Fall rüberkommen und auch das ein oder andere Pack natürlich geöffnet. Ganz, ganz klare Sache. Freue ich mich sehr, sehr doll drauf. Könnt ihr also wirklich schon mal reinhauen in den Kalender. Und ich denke mal, wir gehen jetzt auch einfach mal so rein in das Event in Scream Team. Denn da haben wir ja heute ja diesen 100er Spieler. Den will ich auf jeden Fall ziehen. Das ist mein Plan. Und vielleicht ziehe ich ihn, vielleicht auch nicht. Wir gehen jetzt hier einfach mal rein. Und ja, ich habe eigentlich genügend Punkte da, weil morgen gibt es ja auch nochmal einen 100er Spieler. Das heißt, da wäre es jetzt eigentlich ganz cool, wenn man davon was mitbekommt. Skillboost habe ich schon mal gezogen hier gerade eben. Habe ich erst gerade eben hier gemerkt. Aber Skillboost waren schon mal mit dabei. Und ja, bin ich jetzt mal gespannt hier, ob EA uns vielleicht gönnen mag. Aber Süßigkeiten und diese Verpackungen sind ja ganz in Ordnung, wenn man das alles so bekommt. Und Meilensteine bekommen wir dadurch auch ganz viele zurück. Also lohnt sich vielleicht. Also hoffentlich natürlich. Ich habe auch eine Aufgabe abgeschlossen. Perfekt. Ich habe ganz viele Aufgaben hier abgeschlossen. Und hier ist gefühlt alles voll mit Geisterbeschwörungen und allem möglichen Zeug. 25.000 Münzen und diesen Mboimo oder wie auch immer der heißt. Den würde ich ganz gern ziehen. 25.000 Münzen sind da. Das heißt, es fehlt nur noch der Spieler, Leute. Es fehlt nur noch der Spieler. Also, das ging jetzt schnell. Aber ist die Frage, wann kommt der? Der Spieler. Können wir gleich nochmal gucken hier bei den Meilensteinen, was da jetzt alles so für tolle Dinge auf mich warten. Nehmen wir hier alles erstmal hier schön mit. Zack, zack, zack. Wichtig und richtig. Süßigkeiten, Verpackungen. Ey, da werde ich jetzt gleich noch so viel umtauschen können. Das ist der Wahnsinn. Neunter Meilenstein schon. Okay, ich habe keine Ahnung, was es da jetzt Gutes gab, aber bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt, weil es ist vielleicht ganz schönes Zeug da. Genau, so zack, machen wir mal nach dem hier mal, gucken wir mal, was jetzt hier los ist. Also zuallererst hole ich mir Lampenpunkte, das ist wichtig, die nehme ich mit. Und jetzt können wir hier mal schauen. 100.000 Münzen, solide, Münzen nehme ich immer mit, immer gut, fürs Sparen und so. Zwei Elite-Spieler, okay, kriegen wir einen Walkout. Oh, 87er Hugo Lloris, na, nehme ich mit. Nehme ich doch mit. 125.000 Münzen, okay. Auch immer gut. Elite-Spieler, zwei Stück nochmal, let's go. Warum nicht, let's go. Oh, lost, das ist ein Schmutz Elite-Spieler. Okay, als nächstes kommt das hier. Und ein Suarez, naja. Suarez habe ich sowieso schon gezogen. Und ist gar nichts wert, also brauche ich mich eigentlich jetzt nicht so wundern, aber egal. So, achso, stimmt, Verpackungen kann ich gleich noch umtauschen. Das werde ich auf jeden Fall gleich nochmal machen. Na gut, aber erstmal hier nochmal ein bisschen gucken. Irgendwann muss der ja kommen, der Spieler. Irgendwann muss er ja, ein Boimo muss ja irgendwann hier mal am Start sein. Lange kann es ja nicht mehr dauern. So, zack, zack, komm. Komm, EA, gönnt mir einfach. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wann habt ihr euren Spieler hier gezogen? Ihr habt ja wahrscheinlich auch hier rauf gewartet und gespart. Wann habt ihr den gezogen? In welchem Pack? Schreibt es gerne mal rein. Wird mich mal interessieren, auf jeden Fall. Genau, aber auf jeden Fall ist es auch gut, wenn man immer das Pack hier öffnet, dann kommt man ziemlich weit, denke ich mal, im Meilenstein voran. Das ist eine ganz tolle Angelegenheit vielleicht. So, jetzt komm, Meilenstein, gucken wir mal, wie viel Verpackung habe ich jetzt, also 11. Meilenstein immerhin, das ist auch gut. Und, ui, ich habe so viele Verpackungen, das ist ja der Wahnsinn, krass, jetzt kann ich 7 Süßigkeiten dadurch wieder bekommen. Lol, okay, das heißt, ich kann so viel hier ausgeben. Das ist der blanke Horror. Ne, nicht Horror, aber der blanke Wahnsinn. So, wieder das Zeug mitnehmen, 100 Skillboosts auch mitnehmen. Suarez ist auch gleich am Start. Na gut, aber ich hab so viel Zeug hier. Vielleicht komme ich sogar ziemlich weit hier hinten. Wie viel muss ich dafür ausgeben? 140, ey, das kriege ich vielleicht sogar hin. Lol, jetzt mal Real Talk, kriege ich vielleicht sogar hin.
Wie viel kostet dieser Eze eigentlich noch? Dieser Eze? 4 Millionen, okay. Wird wahrscheinlich nicht rausgehen für den Preis, aber egal. Ey, voll gut. Voll gut hier. Ich ziehe hier durch. Leute, ich sag's euch, ich ziehe hier durch. Das ist alles möglich. Es ist alles möglich, Leute. Also, ja, wenn ich immer die Punkte und so das ganze Zeug auch mit zurückbekomme, ist das hier auf jeden Fall alles komplett möglich. Genau. Und am besten will ich natürlich jetzt hier noch einen Spieler ziehen. EA, gebt mir den Spieler. EA, gebt mir den Walkout. Gebt mir den Walkout. Gebt mir den Walkout hier für Mboimo. Ich möchte ja auch nicht zu viel ausgeben, weil morgen kommt ja nochmal ein Spieler. Also, wäre das schon eine ganz coole Sache, EA, wenn ihr mir jetzt mal einen Spieler geben würdet. Mboimo. Oh, es ist so weiß gewesen. Da dachte ich mir so, ah, jetzt könnte er drin sein, aber war er dann doch nicht drin. Komm schon, Mboimo. Nicht drin, schade. Lohnt sich, wenn ich woanders mal öffne, aber eigentlich öffne ich immer hier, weil da kriegt man so viel schönes Zeug auch immer zurück. Das ist gut für, für Meilenstein, wie ich ja schon gesagt habe. Also, weil zu diesem 101er Eze komme ich wahrscheinlich auch ganz gut durch dann. So, 22 Punkte. Ich werde dann wieder die ganzen Verpackungen ausgeben können. Und ey, es ist auch wirklich bodenlos hier. Leute, wann habt ihr euren Mboimo gezogen? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Musstet ihr auch so lange warten? Oder wie war das bei euch? Das würde mich mal auf jeden Fall brennend interessieren, weil das ist ja wirklich hier der blanke Horror, der Wahnsinn. Was ist denn das hier? Hallo, wo ist Mboimo? Also Leute, es ist unfassbar. Ich habe jetzt bis 5 runter geöffnet. Ich habe ihn nicht gezogen und ich fasse es nicht. Mboimo nicht gezogen und das aus, ich weiß nicht, 26, mindestens 26 Süßigkeiten. Aber ich habe ja immer noch wieder welche zurückbekommen. Es waren 50 oder so, die ich jetzt dann insgesamt geöffnet habe. Also das ist wirklich der absolute blanke Horror. Ich habe ihn einfach nicht gezogen. Ich gehe jetzt noch hier Übertragungs-Items. 2 Elite-Spieler gönnen. Ja, Verratti, okay. Verratti ist in Ordnung. 2500 Lampen, die nehme ich natürlich nochmal mit. Damit kann ich auf jeden Fall gut was anfangen. Das machen wir morgen. Und ein Eze kriege ich aber noch. Ein 101er Eze hätte ich auch niemals damit gerechnet, dass ich den noch bekomme. Dass der irgendwie free to play ist. Aber let's go. Nehmen wir ein Eze mit. Ich glaube, den kann ich nicht verkaufen. Trotzdem, 101er Eze, let's go. Wenigstens den 101er habe ich gezogen. Ja, das ist schon. Es ist insgesamt echt schon. Boah. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass ich den nicht bekomme, den Mboimo. Also, keine Ahnung. Ich habe wirklich, puh. Und die 5 habe ich jetzt halt noch gelassen für morgen. Weil morgen kommt ja wieder ein Hunderter. Also, ganz, ganz weird. Ganz, 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 ganz komisch. Ich gucke gerade, wo habe ich denn den jetzt hier? Den Eze, 101er Eze, Eze, Eze. Aber ich werde ihn nicht verkaufen können. Der hat wahrscheinlich eine zu hohe Verkaufsmenge. Ja, das war klar. War klar, Eze, danke dafür. Perfekt. Trotzdem habe ich ihn mit am Start. Mal gucken, was noch so Schönes passiert damit. Ja, nehme ich aber jetzt erstmal so, wie es ist. Okay, jetzt kann ich aber zumindest nochmal hier nochmal ein paar Münzen mitnehmen und nochmal einen Fofana und einen Sadik kann ich auch mitnehmen. Beide verkaufen. Mal gucken, ob ich die verkauft kriege. Aber damit kann ich nochmal, denke ich, ganz gut Münzen machen. Sadik zuerst abholen, let's go. Brauchen wir keinen Walkout extra. 2 Millionen, der wird nicht rausgehen. Denke ich jetzt einfach mal ganz einfach. Ja, Fofana nehmen wir noch. Fofana, let's go. Ich hoffe, der wird rausgehen, weil der könnte mir nochmal ein paar mehr Millionchen bringen. Da hätte ich jetzt auf jeden Fall richtig Bock drauf, wenn der nochmal ein bisschen was bringt an Coins. Vielleicht ein bisschen mehr, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viel ich erwarten könnte. Nehme ich auf jeden Fall mit. Let's go. Und wir haben 19,4. Wenn das stimmt, dann bin ich im Himmel. Wirklich. Also dann bin ich ganz, ganz zufrieden. Dann bin ich mehr als zufrieden damit. Fofana, 19,4. Wenn der dafür rausgeht, wirklich. Oh mein Gott, 20,3 Millionen. Ich fasse es nicht. Wenn das rausgeht, ich bin reich. Ich kann mir einen Koulibaly leisten. Leute, es ist unfassbar. Oh mein Gott. Ich kann mir einen Koulibaly leisten. Let's go. 18 Millionen. 62. Ich kann mir einen Koulibaly leisten. Koulibaly kann ich mir einfach leisten. Let's go. Ich brauche keinen Jürgen Kohler. Ich nehme Koulibaly. Boom. Okay. Aber werden wir alles noch im Stream und alles Mögliche besprechen. Geil. Geil, geil, geil. Ey, das hat sich ja mega jetzt gelohnt. Das ist noch mit dem Fofana.
Boah, so habe ich jetzt echt geil schnell Münzen gemacht hier. Meine Güte. Und dieser Sadik, kann ich den nochmal raushauen? Ich glaube nicht, ne? 2 Millionen. Den hat gefühlt jetzt schon jeder, oder? Ich kann es probieren. Ich kann es probieren für 1,9. Aber der wird wahrscheinlich nicht rausgehen. Aber trotzdem, insgesamt jetzt hier, insgesamt gesehen mit Fofana, absolut geil. 20,3 Millionen, boom, raus ist er. Geil, 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 geil. Das heißt 62 Millionen. Und da lässt sich auf jeden Fall demnächst mal was machen, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns demnächst wieder morgen zum nächsten Video. Bis dahin, bis zum nächsten Mal und tschüss.